freien Welt. Klasse 86a, Oliver Straub gegen Johann. Im letzten Kampf dieser Begegnung stehen sich gegenüber in der Klasse 75b Stefan Andreas Freising gegen Martin Welk, Friedrich Römer. Thank you.
hoch gleich haben wir den Arm, nicht unten lassen. Genau, hoch! Stefan Andrilis, deinen Namen verbinden wir seit vielen, vielen Jahren mit den zwei Worten Freising und Ringen. Wie lange bist du schon auf der Matte? Weißt du noch erst einmal, wann du auf der Matte standest ungefähr? Schon ewig her. Angefangen habe ich mit 3. Ja, mit meinem Vater. Das erste Mal im Training. Und das erste Turnier war dann mit 5. Ja, also schon lange. Also die zweite Frage übrig. Also was der Grund war, der Vater war anscheinend Ringer oder Trainer. Und dann warst du natürlich als Sohn automatisch, denke ich mal, schon im Kinderwagen, sicherlich schon in der Ringerhalle vielleicht sogar. Genau, ja, immer beim Papa dabei eigentlich und ja, Ringen muss einfach sein. Und immer auch schon den griechisch-römischen Stil, weil wenn man anfängt, sage ich mal, probiert man ja auch beides aus, auch den Freistil. Aber solange wir dich jetzt kennen, und zwar 2007 erstmals, haben wir dich gesehen auf deutscher A-Jugendmeisterschaften, griechisch-römisch, seitdem sehen wir dich auch eigentlich immer nur bei den griechisch-römischen. Freistil war noch nie dein Ding, oder so, richtig? Naja, doch schon, war auch schon auf der deutschen Freistil. Ja, eigentlich beides, aber immer im Schluss jetzt hinaus eher griechisch-römisch. Gibt es da Gründe dafür, weil warum man das eher besser liegt oder so? Kannst du sagen, oder? Ich ringe lieber aufrecht, eher oben, Körper gerade und da bietet sich natürlich dann griechisch-römisch an. Wir haben heute fast darauf gewartet, weil jedes Mal, wenn wir dich vor der Kamera haben, kommt meistens der Kopfzug, der entscheidende Kopfzug. Er kam dann auch. Der Sieg geht nämlich nicht immer. Der Gegner muss entsprechend auch stehen und es muss passen. Heute hat es wieder gepasst anscheinend, oder? Ja. Ja, richtig. Also es muss das Gefühl da sein und wenn das da ist, dann geht er. Und er geht am besten am Schluss raus mal, wenn es spannend wird. Du bist zwar jetzt bekannt als Freisinger-Ringer. Die Frage ist, wenn du schon mit 3 Jahren angefangen hast und mit 5 dein erstes Turnier hattest, war das immer schon Freising oder warst du auch in der Zeit mal beim anderen Verein? Ich bin ja in München aufgewachsen. Da war es der ESV Neuaubing. Und dann bin ich umgezogen. Dann war es mal in Eichach, Halbergmoos und jetzt Freising. Also bin ein bisschen rumgekommen. Du bist relativ groß, du ringst aber immer schon 74 Kilo seit langem, jetzt halt die 75 Kilo. Hattest du jetzt in der Vorbereitung zur Saison eher Probleme, das Gewicht zu halten? Oder bist du ein Typ, der das eigentlich immer so hat, der bei dem sich so einpegelt, diese 75 Kilo? Na, eher bin ich noch ein bisschen zu leicht, also ich kann noch ein bisschen aufbauen. Oder eben runter 66. Ja, die Option wollte ich mir eigentlich immer offen lassen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ich denke mal, wachsen wirst du sicherlich nicht mehr, die Zeit ist rum. Es ist nur eine Frage, dass du ein bisschen aufbaust, aber ich denke mal, so die 75-Kilo-Klasse wird wohl auch in Zukunft deine Klasse bleiben, so wie es ausschaut. Richtig, 75, also mehr auf jeden Fall. Ich habe ihn nicht vor, zumindest.